Willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Spiel, das ich testen möchte, und zwar Harvest Moon Eine Welt. Oder um es mit dem internationalen Titel zu sagen, Harvest Moon One World. Ich habe vor, beide Spiele zu spielen, für diejenigen, die denken, spiel doch lieber Story of Seasons. Ich werde beide Spiele versuchen zu spielen, ja, also auf jeden Fall mal anspielen und werde den Vergleich ziehen. Zumindest habe ich mir das so fest vorgenommen. Ich bin gerade aktuell wieder live auf Twitch, also nicht wundern, wenn ich so ein kleines bisschen auf den Chat eingehe, während ich spiele. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Und ja, zu Anfang des Spiels können wir schon mal sagen, ja, es gibt einen Season Pass. Oder halt, was heißt ein Season Pass? Nee, ich glaube, es ist noch nicht mal ein Season. Doch, es ist ein Season Pass. Es gibt auf jeden Fall zusätzliche Inhalte, die man sich kaufen kann. Werde ich jetzt erstmal aber nicht in Anspruch nehmen bei diesem Spiel, weil ich gar nicht weiß, ob es mir zusagt oder nicht. Wir werden erstmal ganz neu spielen. Soll ich als Junge oder als Mädchen spielen? Junge, Mädchen? Ich bin ein Junge, okay. Oh, guck mal, wie toll ich aus. Ich sehe aus wie Toda. Nee, das ist nicht Toda. Warte mal, bin ich blass? Ich bin so ein mittelblass, okay? So ganz blass, ich weiß nicht. Meine Haare sind grün. Jeder, der mich kennt, weiß, ich nehme immer grüne Haare. Ich nehme immer grüne Haare. Meine Augen sind blau. Rote Augen? Außer da hätte ich gerade einen durchgezogen. Nee. Als ob es grüne Haare gibt, aber keine roten. Ich heiße doch nicht Robert. Robert. Na, natürlich heiße ich Toffi. Ich heiße ja nicht Robert. Guck mal, Toffi ist sogar schon drin. Oder soll ich teilweise heißen? Ich könnte auch teuer heißen. Weiß jeder, wie viel ich koste. Trotzdem. Entschuldigung. Nee, Toffi geht schon klar, oder? So, Geburtstag bestätigen. Ich habe im Winter Geburtstag und zwar am 13. 13. Dezember halt, ne? Aber anders kannst du das nicht machen. Spiel, start mit diesem Profil. Ja, ich bin bereit. Lieber Chat, wenn irgendwas sein sollte, im Tonsituation, also ich bin zu laut, das Spiel ist zu laut oder irgendwie zu leise oder sowas, einfach kurz in die Kommentare schreiben, dann kann ich das ändern. Okay? Vor langer Zeit erblühte eine Welt reich an Rohstoffen unter dem Schutz der Erntegöttin. Große wie kleine Kreaturen streiften durch ihre grüne Landschaft. Obst und Gemüse gedieh das ganze Jahr über in Hülle und Fülle. Die Bewohner lebten in Frieden und Harmonie, dankbar für den Segen der Erntegöttin. Sie fischten bei Tagesanbruch, arbeiteten auf den Feldern, kümmerten sich um das Vieh. Die Tage waren stets geschäftig. Und dennoch war jede Aufgabe nötig, um ein Leben in Wohlstand zu führen. Ende. Eine schöne Geschichte, ne? Ach, das liest ihr gerade selber. Liest sich selbst ein Märchen vor, ne? Der Name Felix, hi! Was, wenn das nicht Toffi, der 51 Worldwide Games Profi ist, gegen dich ich niemals endenden japanischen Mahjong verloren habe? Hab dich ja ewig nicht mehr gesehen. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Wir spielen hier gerade ein neues Spiel. Testen es an. Mama fragt mich gerade, kommst du kurz zu mir? Vergiss es, Mama. Beweg deinen Charakter, linker Stick. Sprich mit einer Person A-Knopf. Okay. Es sieht bisher ziemlich simpel aus. Ich habe mir schon ein paar Reviews zu dem Spiel durchgelesen und viele Leute sagen, sieht aus wie ein Handy-Game. Kann natürlich auch durchaus sein, dass es ursprünglich mal so gedacht war. Uns gehen langsam die Kartoffeln aus. Würdest du mit Doc weitersuchen? Ja, ist Doc. Es wäre toll, wenn du noch etwas anders als Kartoffeln zu essen finden würdest. Aber sei vorsichtig da draußen, hörst du? Komm heil zurück. Wer ist Doc? Ich soll mit einem Arzt rausgehen? Ich kann die Tür nicht betreten, okay. Kartoffeln! Ich würde das Spiel noch ein bisschen leiser machen. Okay, alles klar, warte, dann mache ich einen kleinen Ticken leiser. So. Jetzt habe ich es ein bisschen leiser gemacht. Müsste einfach bestätigen, ob es jetzt zu leise ist. Oder machen wir mal so ein Zwischending, warte mal. Müsste einfach bestätigen, ob es zu leise ist oder nicht. Okay, die Grafik ist echt komisch. Oh, wie seltsam.
Ich war mir so sicher, dass die Verdrahtung richtig war. Was ist passiert? Du bist Sophie. Neues Saatgut? Was für ein Tag. Steckst du deine Nase immer noch in diesen alten Schinken? Hast du irgendwas Neues daraus erfahren? Aus Schinken? Nein, was? Naja, vielleicht später. Du denkst wirklich nur über dieses Buch nach, was? Kein Grund, beleidigt zu sein. Das ist doch die Wahrheit, oder? Komm, lass uns etwas zu essen suchen. Zumindest ein paar Kartoffeln. Alter, guckt euch dieses hässliche Haus an. Oh Gott. Ja, eben. Sieht doch wirklich aus wie ein Handicap. Tatsächlich. Ich bin gerade echt ein bisschen schockiert. Ah, übrigens, ich brauche gar nicht mehr meinen Kopfhörer verwenden. Ich kann die abnehmen. Ich habe vorhin die Kopfhörer verwenden müssen, aber jetzt kann ich sie abnehmen. Oh, auf einmal höre ich wieder viel mehr. Schön. Gut, ich sollte vielleicht einfach mal ihr folgen. Aber vielleicht ist das ja auch nur der erste Moment. Vielleicht ist es ja einfach nur der erste Moment, in dem man sich denkt, es sieht hässlich aus und vielleicht spielt es sich besonders gut. Tja, was erwartest du denn? Als wir das letzte Mal hier gesucht haben, haben wir auch nichts gefunden. Der einzige Ort, wo du ein Gemüsebeet findest, ist dein Buch. Wie auch immer, wenn wir Zeit zum Quatschen haben, dann können wir auch nach Kartoffeln suchen. Sag nicht, dass du vergessen hast, wie das geht. Wie man nach Kartoffeln sucht? Ja, es ist echt schwer. Ich weiß, ich habe meine Augen, glaube ich, zu Hause gelassen. Und meine Hände. Erhalte Feldfrüchte und andere Objekte. A-Knopf. Gut, ich habe gerade kurz überlegt, ob man... Den Stein kann ich nicht hochheben, offensichtlich. Kommt fast an ein neues PS5-Game an. Aber wirklich. Hast du nicht damals auf YouTube gestreamt? Ja, eine Zeit lang auf jeden Fall. Ich darf das nicht, aber... Oh. Aber jetzt mittlerweile habe ich so langsam wieder ein bisschen Bock auf Twitch. Und ich will es einfach mal wieder ausprobieren. Gerade die Mittagszeit rum und so. Wir gucken nicht so viele Leute zu, aber ich will es trotzdem mal ausprobieren. Oh, wie es aussieht, hast du einen gefunden. Natürlich ist das eine Kartoffel. Etwas anderes gibt es hier ja auch nicht. So, erstmal alles ernten, was hier möglich ist. Warum kann ich die da nicht ernten? Die eine da. Okay, ich reg mich auf. Was wirst du denn so sauer? Jetzt beruhig dich mal. Tomate? Kohl? Karotte? Wie nennst du mich? Ach nee, nie gehört. Ist das Gemüse, über das du dein Buch gelesen hast? Ich sag's dir nur ungern, aber das sind Märchen. Sei realistisch, Kumpel. Hier gibt's nur Kartoffeln. Jetzt reiß dich zusammen. Wir müssen mehr Essen für deine Mutter finden. Mama hat Hunger. Nee, ernsthaft. Warum kann ich das da nicht hochheben? Doch, ich stand nur blöd. Okay. Ein Spirit. Ein Geist. Hat vermutlich weniger mit der Zeit, mehr mit dem Spiel zu tun. Wie findest du das eigentlich immer? Hey, das ist Harvest Moon. Das ist eine ganz berühmte Reihe. Viele Leute spielen die Reihe, wirklich. Das ist eine ganz berühmte Reihe. Aber es ist halt nicht mehr das Harvest Moon von früher. Ich weiß es durchaus. Wo schaust du hin? Ich sehe überhaupt nichts. Alles klar, Toffi. Das Buch lässt dich schon Dinge sehen. Erntegeister, ja? Du meinst diese Geister, die beim Pflanzenanbau helfen? Wenn es Erntegeister wirklich gibt, dann könnten wir endlich in anderes Gemüse kommen. Welch ein Anblick. Ich habe gerade gesehen, ihre Mantel ist viel zu groß. Und die soll Professorin sein? Die weiß noch nicht mal ganz genau, wie man sich anzieht. Welch ein Anblick. Ich habe dich noch nie so aufgeregt gesehen. Ist sie irgendwie ein bisschen speziell, um es so zu sagen? Gibt nur Kartoffeln. Wie im wahren Leben, ne? Nur Kartoffeln. Ich kannte es bis eben nicht, aber ich kenne die meisten Spiele nicht. Aber Harvest Moon ist tatsächlich eine ganz, ganz berühmte Rolle. Rolle. Eine ganz berühmte Reihe von früher. Hast du wirklich einen gefunden? Schon gut, schon gut. Also schön, ihm nach. Also bis jetzt ist es sogar ein bisschen spannend, ne? Also das mit dem Erntegeist, das interessiert mich gerade. Guck mal, da liegt eine Eichel. Das ist schon mal was anderes als eine Kartoffel. Oh, wie süß! Ich hatte ja keine Ahnung, dass es hier sowas gibt. Ja, das sieht mir nach einem Brunnen aus. Hat wohl jemand vor langer Zeit verwendet. Das komische Ding von vorhin ist neben dem Brunnen, sagst du? Ehrlich, ich sehe nichts.
zu dicht rangehst, entwischt es bestimmt. Warum schnappst du dir nicht den 3 Eicheln und gibst sie mir? Sie ihm. In der Zwischenzeit behalte ich den Brunnen im Auge. Ich soll mir 3 Eicheln schnappen und sie... Nein. Und sie ihm geben? Und das ist doch jetzt nur geraten. Da hätte sie jetzt auch sagen können, warum wirfst du nicht mit Steinen auf seinen Kopf oder sowas? Oder warum schüttelst du ihm nicht seine Kissen auf? Okay, er ist bestechlich. Er hat dir etwas gegeben? Die sehen wie schwarze Perlen aus. Das ist ein Kackbeutel. Ah, ich verstehe. Das müssen irgendwelche Samen sein. Das ist Dünger. Stell dir nur vor, etwas so Kleines kann zu etwas so Großem wie einer Kartoffel werden. Unvorstellbar. Warum versuchen wir nicht, den Samen selbst zu ziehen? Dann werden wir ja sehen, ob dieses alte Buch die Wahrheit sagt oder nicht. Du hast dir die ganze Mühe gemacht, Hilfsmittel zur Saatzucht herzustellen. Wann genau hast du das gemacht? Ja, das überrascht mich nicht. Also schön, wir werden versuchen, damit deine Samen zu züchten. Sie will meine Samen züchten. Züchtigen Sie sich, Frau Doktor, mit Ihren Äußerungen. Auf zu deinem Schuppentoffee. Ich hatte immer Tomodachi Live auf dem 3DS damals. Ja, stimmt. Ist aber nicht unbedingt gleichzusetzen, glaube ich, ne? Auf dem DS war Harvest Moon auch. Damals war es wahrscheinlich sogar noch das Original Harvest Moon. Denn dann haben sich, glaube ich, die Entwickler, also die Ideengeber und die Entwickler getrennt. Und dann gab es Story of Seasons und Harvest Moon. Und deswegen konkurrieren jetzt beide miteinander sozusagen. Du hast eine Hacke? Toll! Dann suchen wir uns ein paar Felder, auf denen Kartoffeln wachsen. Na gut, mal sehen, was dein schlaues Buch dazu sagt. Um eine Saat aufzuziehen, musst du erst das Feld bestellen. Bestelle markierte Felder mit A-Knopf. Wo kann ich die denn bestellen? Online oder so? Muss ich dann nicht Internet benutzen oder so? Auf Google? Kann ich das googeln? Entschuldigung, war voll witzig, ne? Na, das sieht doch ganz gut aus. Als nächstes setzen wir die Samen ein. Sehe Samen auf bestellten Feldern. Wähle Samen aus. Achso, okay. Ich wähle Samen. Achso, hier so und dann? Ich habe nur eins, okay. Eine Rübensame. Hab nur 3 Harvest Moon Spiele gespielt, wo es noch das Originale war. Und das haben viele auch, die alten Titel haben viele halt richtig geliebt. Deswegen sind halt auch so viele Fans von den alten Spielen, glaube ich, da. Aber sind halt enttäuscht von den neuen. Jetzt brauchen wir etwas Wasser. Oh, ich zeig dir, wo du das herbekommst. Jetzt weiß ich nicht, wo man Wasser herbekommt. Entweder aus der Leitung oder aus dem Fluss. Zuerst brauchst du eine Gießkanne. Geh zum Schuppen neben deinem Haus und nimm dir eine Gießkanne. Hole danach etwas Wasser aus dem Brunnen. Ach stimmt, da gibt es ja noch einen Brunnen. Süße, habe ich tatsächlich nicht gewusst, wie man Wasser herkriegt. Was hat die Frau auf dem Rücken? Das ist der Schreck weg. Hole Wasser an aus einem Brunnen mit A-Knopf. Plupp. Alles klar, eine letzte Sache noch. Du musst jetzt nur noch Wasser auf die Samen gießen. So, gieße die Samen A-Knopf. Gießkanne, wenn sie leer ist, wieder auffüllen. Wenn du deine Feldfrüchte nicht wässerst, sterben sie. Wässere deine Feldfrüchte, bis du sie ernten kannst. Okay. Ihr seht schon, es ist ein typisches Farming-Spiel und man erklärt hier wirklich das aufs übelst Einfachste. Wie kleine Kinder wird man an die Hand genommen und sie sagt hier, mach dies, mach das, mach dies, mach das. Ich meine, normalerweise weiß man sowas, aber es wird halt einmal erklärt. Nichts passiert. Ja, das dauert natürlich seine Zeit. Ein bisschen länger warten, sagst du? Klar, warum nicht? Wie lange denn noch? Ich habe keinen Bock mehr. Ich weiß, ich bin mir nur nicht sicher, ob aus Samen Gemüse wird. War es doch nur ein Märchen? Ach, Kopf hoch, Kumpel. Komm, es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Die hat echt überhaupt keine Ahnung, ne? Silver Shadow, hi. Du kannst nichts dafür, Kumpel. Morgen holen wir mehr Nahrung. Was soll's? Versuchen wir es morgen nochmal mit dem Buch, ja? Yay! Das ist die richtige Einstellung.
Oh, und denk dran, deine Mutter diese Kartoffeln zu bringen. Was gibt's denn heute? Kartoffelpüree? Kartoffelpyra? Das ist echt witzig. Nameplayer, hallo! Ist die Doktorin eigentlich überhaupt schlau? Glaube, die hat ihren Doktortitel gekauft. Da unterstellst du ihr aber eine ganz schön krasse Sache, ne? Das könnte Verleumdung sein, wenn du das jetzt einfach so behauptest, ohne Beweise zu haben. Die könnte dich verklagen. Pass lieber auf. Willkommen zu Hause, Toffi. Gib deiner Mutter die Kartoffeln aus deinem Rucksack als Geschenk. Als Geschenk? Hier, Mama. Alles Gute zum Muttertag. Hier hast du Kartoffeln. So, mit Y den Rucksack öffnen und dann wählen und dann geben. Genau. Nimm Gegenstände, die du verschenken möchtest, aus deinem Rucksack und halte sie. So, erstmal aus dem Rucksack holen. Y. Hier. Halten. Guck mal, Mama. Ich hab Kartoffel. Ah, schön. Beste Animation ever. Oh, danke schön. Die sehen echt lecker aus. Oh, er ist enttäuscht. Schau nicht so traurig rein. Du kannst morgen wieder nach neuem Gemüse suchen. Du versuchst angestrengt, welches zu finden. Ich bin sicher, dass du das eines Tages wirst, Toffi. Du hast sicher Hunger, oder? Essen wir zu Abend. Wollt ihr sie abends... Es gibt kein Gemüse auf dieser Insel. Wieso sind da Radieschen in dem Salat? Wieso ist da Salat im Salat? Es gibt doch kein Gemüse auf der Insel. Also was die aus Kartoffeln zaubern kann, das ist mir echt schleierhaft. Ich habe deine Streams schon vermisst. Nameplayer, alles gut. Ich werde mir Mühe geben, regelmäßig zu streamen. Also ich frage mich, wie die Geschenkanimation in Story of Seasons sein wird. Werden wir mal sehen. Du haust dir rein wie immer. Es ist genug für einen Nachschlag. Nur nicht schüchter. Herrje, solch ein Gähnen. Du musst hundemüde sein. Warum gehst du nicht ins Bett? Ich habe noch nicht mal eine Tür. Schlaf in deinem Bett bis zum nächsten Tag. A-Knopf im Schlaf erhältst du Ausdauer zurück und verlierst negative Statuseffekte. Ich habe noch nicht mal eine Tür. Und wo schläft Mama? Schläft sie bei mir im Bett? Mama, ich will mein eigenes Bett. Ich bin schon groß genug. Ich will nicht, dass du mir beim Umziehen zuguckst. Geh weg! Ich zieh aus! Das ist pure Chemie. Was, das Essen? Nein, das waren Kartoffeln. Leckere Kartoffeln. Ein verzauberter Brunnen. Ui, die ist ja süß. Guck, ich habe gesagt, er zieht aus. Erstaunlich, eine Saat ist aufgegangen. Ich kann's kaum glauben. Die Musik ist toll. Die Mama schläft am Küchentisch. Die schläft wahrscheinlich draußen, im Hof. Tanz doch mal deinen Namen, Toffi. Warte hier, warte. Das heißt Toffi. Kannst du mich etwas sehen? Ah, verstehe. Du bist derjenige, der die Samen gepflanzt hat. Dank dir wurde ich wiedererweckt. Ich bin dir so dankbar. Sag, wie heißt du? Toffi, ja? Oh, ein wundervoller Name. Mein Name ist Vite. Oder muss ich sagen Vital? Aber Vite, wie, eigentlich heißt es doch Vite, ne? Ich bin der Erntewichtel des Lebens. Du hast jemanden wie mich getroffen? Das muss einer meiner Art sein. Keine Angst, Leute. Kommt raus. Oh, wir kriegen ganz viele. Das ist wie Pokémon. Können wir sie jetzt alle fangen? Fofox, hey, Leute, sollte heute nicht auch PS4-Release sein? Find nichts im Store. Tatsächlich soll heute eigentlich das Spiel rauskommen. Es kann sein, dass manchmal ein bisschen später rauskommt, das Spiel. Das ist jetzt die physische Variante für die Switch. Seht ihr? Da. Das ist die physische Variante. Manchmal dauert es ein bisschen, also es kann über den Tag verteilt sein. Guck einfach um 15, 16, 17 Uhr nochmal. Dann kann sein, dass das Spiel dann released wird im Store, ne? Überraschend.
Weißt du was? Die sind die Erntegeister. Übrigens, Toffi, was führt dich so zu später Stunde hierher? Ah ja, das war das Licht, das während meiner Auferstehung erstrahlt ist. Deswegen konnte ich nicht pennen, du blöde Kuh, weil du zu viel gestrahlt hast. Menschen sollten es eigentlich nicht sehen können. Wie es scheint, besitzt du geheimnisvolle Kräfte. Wenn dem so ist, dann ist das eine göttliche Fügung. Oh, Toffi, willst du nicht meine Bitte anhören? Lass mich dir zuerst das hier geben. Die Gigantomünze? Dies ist ein Medaillon. Es gibt noch 5 weitere irgendwo auf der Welt. Ich bitte dich, die verbleibenden Medaillons zu finden. Wenn du alle 6 zusammen hast, dann wird die Erntegöttin wieder erweckt. Okay, also wie Dragon Balls müssen wir jetzt Münzen finden. Und mit den Dragon Münzen können wir dann die Erntegöttin erwecken. Übrigens, Fofox, dankeschön für deinen Follow. Vielen, vielen Dank. Tatsächlich ist sie mehr als nur ein Mythos, aber das fruchtbare Land dieser Welt ging verloren und mit ihr die Macht der Göttin. Sie glaubt jedoch, dass das fruchtbare Land eines Tages von schicksalhafter Hand wiedererweckt werden würde. Deshalb wurden uns die Medaillons anvertraut und in Erntegeister verwandelt. Sie verteilte sich in der Welt und verschwand dann. Aber sie sagte uns, dass sie, solange die Welt sie braucht, zurückkehren würde. Und da du mich wiedererweckt hast, bin ich mir sicher, dass du der Aufgabe gewachsen bist. Bitte hilf uns. Ja, natürlich. Sonst würde ich das Spiel ja nicht spielen können. Du willst uns wirklich helfen? Ich bin überglücklich. Bin gerade am Klo. Da schaut sich dein Content am besten. Gut Schiss wünsche ich dir. Ein Märchen? Ich versichere dir, die Erntegöttin ist äußerst real. Sie mag vor uns vielleicht nicht erscheinen, aber sie wacht über uns die ganze Zeit. Das überlasse ich dir, Toffi. Erwecke die Erntewichtel auf der ganzen Welt, so wie du mich erweckt hast, und die Medaillons werden sicher folgen. Dann kannst du das fruchtbare Land wiederherstellen und der Welt reichlich Nahrung schenken. Genau, denk nur an all das Essen, das du haben wirst. Klingt das nicht wunderbar? Die Erntegeister werden dir sicher helfen. Guck mal, Toda, da bist du. Der sieht echt aus wie Toda, finde ich. So, soll ich da nochmal drüber gießen? Nee, kann ich nicht. So, beim Brunnen ist jetzt aber nichts mehr. Soll ich jetzt schlafen gehen? Gut, dann muss ich jetzt schlafen gehen. Die sind einfach weggegangen, ohne Tschüss zu sagen. Ich bin schon zum 3. Mal im Spiel irgendwie. Ja, die sehen ja auch alle gleich aus. Die Erntegeister, die sehen alle gleich aus. Und alle sehen alle aus wie du. Hui, was zum... Toffi? Was glaubst du denn, was du zu dieser Zeit hier machst? Sei doch vernünftig. Ich verstehe kein Wort. Erntewichtel? Medaillons? Geht's dir gut, Kumpel? Mir war klar, dass das heute so ein Schock war. War nicht klar. Ich kann nicht behaupten, dass ich das glaube, aber reichlich Nahrung klingt toll. Ach, was soll's, ich glaub dir. Aber wenn du um die Welt reisen willst, musst du vorbereitet sein. Reisen, fruchtbares Land. Heureka! Ich habe eine tolle Idee. Ich wusste doch, dass ich ein Genie bin. Ich hab's im Handumdrehen fertig. Geh nur nach Hause und leg dich für den Rest der Nacht aufs Ohr. Die fängt jetzt die Erntewichte und verkauft sie ganz teuer bei eBay. Das ist ihr ganz toller Plan. Ich hab die durchschaut. Die hat sich auch ihren Doktortitel gekauft, hat Toda gesagt. Hey Toffi, komm mal hier raus. Ich muss dir was ganz Tolles zeigen. Ausgestopfte Erntewichtel? Bin ich böse, hä? Oh. Die hat's drauf. So, guten Tag. Gleich wirst du Zeuge der Geschichte, Toffi. Also gut, nimm diesen Stresshelfer und quetsche ihn so fest, wie du kannst. Therapie mit Doc Junior. Mach dich bereit zu staunen. Jo. Das ist logisch.
Wer hat von euch einen Stressball zu Hause? Bitte nicht drücken. Zim, zim, kabam. Damit hast du bestimmt nicht gerechnet. Nein. Ich nenne diese Expando... ist die Expando-Farm. Jetzt kannst du immer und überall eine Farm errichten. Mein Genie ist wirklich zum Fürchten. Die Idee ist zum Fürchten. Komm her und lass mich denn eine neue, hochmoderne Expando-Farm vorführen. Nerito, hey, wo gibt es diese Stressbälle? Die sind ja lebensgefährlich. Aber wirklich, ne? Das ist die Energiequelle deiner Farm. Ich nenne ihn Fünkchen. Hallo. Hallo. Ich bin Fünkchen. Schön, dich kennenzulernen. Beep, beep. Füttere ihn, um Energie für deine Farm herzustellen. Fütter mich sofort. Das erinnert mich an Yokai Watch. Fütter mich sofort. Oder irgendwie sowas ging das doch. Glaub ich. Alles gut, Kodo, kein Thema. Und die Mutter im Haus nimmst du einfach auch so mit? Stimmt, ist das das gleiche Haut, wo die Mutter drin hängt? Gott, die Arme. Ich verhungere gleich, beep, bop, beep. Ist ja schon gut, nur zu, Toffi, fütter ihn damit. Na, Riesenkartoffel. Nicht schon wieder Kartoffel. Okay, der hat auch schon keinen Bock mehr auf Kartoffeln. Wie ich sehe, spielt Toffi das Fake Harvest Moon, ja, allerdings. Aber wir werden auch das Story of Seasons mal testen. Aber ich möchte halt auch eben Harvest Moon testen, weil ich mal selber mir ein Bild davon machen möchte, ob beides wirklich komplett unterschiedlich ist. Oder ob vielleicht auch beide gut sind. Genug Gejammer. Wir sitzen alle im selben Boot. Na gut. Wähle Gegenstände aus deinem Rucksack aus, um Fünkchen zu füttern und seine Energie aufzuladen. Wie viel Energie ein Gegenstand Fünkchen verleiht, wird auf dem Informationsbildschirm des Gegenstands angezeigt. Okay. Ja, das ist eigentlich ziemlich einfach. Die Docks Spezialkartoffel. Und da kann ich jetzt einfach so reingehen? Wo gehst du hin, Toffi? Ich brauche dich da drüben gerade nicht. Entschuldigung. Okay, ja, ich muss ihn wahrscheinlich füttern. So, wir nehmen das in die Hand. Amaya89, danke für den Follow. Dankeschön. Dann arbeite ich wohl ein bisschen. Schwirr. Was? Stressball klein gedruckt. Niemals in engen Räumen drücken. Ich will einen Toffee-Simulator programmieren. Mach das bitte mal. Der macht nichts, außer Scheiße labern. So, jetzt hast du ein bisschen Energie machen. Jetzt hast du ein bisschen Energie. Machen wir uns also an die Arbeit. Hör gut zu, Toffi. Das hier ist eine mobile Farm. Denk dran, sie braucht stets Energie, um zu funktionieren. Nein, so kannst du es nicht bewegen. Versuch doch mal, Fünkchens Knopf zu drücken, Toffi. Dann verstehst du, was ich meine. Wenn Fünkchens Energie voll aufgeladen ist, kannst du deine Farm speichern. Aber nur dann? Okay. Stressball! Sieht ein bisschen aus wie Halt, Stopp. Halt, Stopp. Siehst du das? Ein so großes Gebäude passt jetzt in deine Hand. Ganz einfach, oder? Du musst jedoch beim Aufbau ein paar Bedingungen einhalten. Du brauchst ausreichend Platz, um die Farm an einem Ort wie mit etwas fruchtbarem Land aufzustellen. Fruchtbares Land ist ertragreicher Boden, auf dem die Menschen vor langer Zeit lebten. Wenn du fruchtbares Land findest, aktiviere Fünkchen und erreiche deine Farm. Du weißt nicht, wo du einen Ort findest, um deine Farm aufzubauen? Kein Grund zur Sorge. Fünkchen zeigt die Orte, an denen du deine Farm aufbauen kannst, wenn du an ihnen vorbeikommst. Mach dir deswegen keine Sorgen, das lernst du schon, wenn es soweit ist. Also wenn ich zwischen Harvest Moon und Story of Seasons entscheiden muss, dann lieber Story of Seasons. Wie gesagt, ich möchte jetzt mal den direkten Vergleich mit beiden neuen Spielen machen. Das nächste Spiel, das Story of Seasons kommt, glaube ich, Ende des Monats. Und ist, glaube ich, noch 2 Wochen und dann können wir den direkten Vergleich ziehen. Jederzeit Farm einbauen und aufbauen und einpacken und tschüss. Such dir nun einen guten Ort, um sie auszuwerfen und dann stehst du nur auf deiner Farm. Ich sehe, du willst sofort aufbrechen, aber du musst dich etwas ausruhen, wie ich nach einer solchen Nachtschicht. Außerdem musst du deiner Mutter Bescheid sagen, oder? Mama, die gruselige Frau hat wieder mit mir geredet. Eine Reise so plötzlich? Also es ist nicht das Haus, es ist ein anderes Haus.
Nirito, ciao. Danke fürs Beischauen. Oder beziehungsweise bis später vielleicht. Du hast es dir in den Kopf gesetzt. Du hast nie aufgegeben, da draußen nach neuem Gemüse zu suchen. Ich verstehe. Du wirst mir fehlen, aber das ist etwas, das du tun musst. Du hast meine volle Unterstützung als deine Mutter. Ich weiß, dass du jede Menge tolles neues Essen finden wirst. Nun denn, es ist an der Zeit, Abendessen zu machen. Vergewissere dich, alles aufzuessen, damit du für morgen gestärkt bist. Die Kartoffeln, die du mir gestern gegeben hast, sind alle verbraucht. Kannst du mir neue besorgen? Es wäre toll, wenn du neben Kartoffeln etwas anderes zum Essen finden könntest. Es ist in Ordnung. Du wirst immer fleißig auf der Suche. Ich bin mir sicher, dass du heute etwas anderes zum Essen finden wirst. Naja, wieso will sie nicht den Kartoffelsalat machen, den ganz tollen, den sie gerade eben gemacht hat? Der war doch fantastisch. Hey, was ist aus dem Samen geworden, den du gestern gesät hast? Ich bekam kein Auge zu, da ich an sie denken musste. Behalte sie im Auge. Lass mich wissen, ob sich was ändert. Wenn ich mich für ein Farmspiel entscheiden müsste, dann würde ich Stardew Valley nehmen. Ja, das ist natürlich nochmal eine ganze Ecke anders. Also Stardew Valley ist ja richtig mit Dungeons und allem Möglichen. Und das hast du hier, glaube ich, nicht. Hier geht es wirklich eher ums simpelste Farming, weißt? Die Minikarte in den unteren rechten Ecke des Bildschirms zeigt dir die nähere Umgebung. Genau. Jetzt gehe ich am besten mal zu unserem kleinen Pünktchen, wo wir gerade was vorhin gesät haben. Und dann schauen wir mal, ob sich daraus was entwickelt hat. Es ist keine Kartoffel. Es ist eine Rübe. Mal gucken, was Mama dazu sagt. Was kann man mit einer Rübe machen? Soll das Game ein 2D- oder 3D-Game sein? Das ist ein Handy-Game auf der Switch. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht betiteln. Es ist eine Klasse für sich. Oh, Toffi, was ist das? Ich glaube es nicht. Du hast eine neue Nahrung für uns gefunden. Man nennt es Rübe, sagst du? Wenn er das gerade erst gefunden hat, woher will er wissen, dass das Rübe heißt? Verstehe. Ich werde versuchen, mir das zu merken. Also gut, dann lass uns jetzt essen. Es wird sicher eine Weile dauern, bevor wir wieder so zusammen essen können. Ich frage mich, wie dein mitgebrachtes Gemüse wohl schmeckt. Das macht irgendwie keinen Sinn. Aber Harvest Moon hatte auch Dungeons, jedenfalls die Spiele, die ich früher gespielt habe. Ernsthaft? Kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Siehst du, schon so lange ist es her schon bei mir. Morgen steht ein großer Tag für dich an. Heute solltest du früh schlafen gehen, damit du für deine Reise fit bist. Endlich ist die Zeit gekommen, da du alleine aufbrichst. Alter, habt ihr es gehört? Endlich! Die will mich loswerden. Die hat keinen Bock mehr auf Kinder. Das ist schon ein Schock, aber ich bin mir sicher, dass alles gut werden wird. Denk immer dran, deine Mutter glaubt an dich. Immer. Die will mich wirklich loswerden. Der Toffee-Simulator, soll ich es in 2D oder 3D? Ach so, in 2D. In 2D finde ich besser. 2D-Simulator finde ich besser. Macht mir mehr Spaß. Du bist überrascht, nicht wahr? Ich habe deinen Rucksack vergrößert, als du geschlafen hast. Ich fummel dann meinen Sachen rum, wenn ich schlafe. Oh Gott, bin ich froh, dass ich ausziehe. Befülle ihn mit jeglichem Essen, das du findest. Ich kann es kaum erwarten, alles über dein Abenteuer zu hören, Toffi. Die Anzahl der Artikel in deinem Rucksack hat sich erhöht. Handgemachter Rucksack. Guten Morgen, Toffi. Oh, hier ist noch etwas für dich. Ein Tablet? Dies ist das Dogpad. Es ist ein Farmkonfigurator und eine Möglichkeit, mit dir zu sprechen. Du verstehst es, wenn du es ausprobierst. Es ist genauso toll wie ich. Boah, ist die eklig. Gern geschehen. Solange du es verstehst, wie auch immer, ich stehe voll und ganz hinter dir, Toffi. Geh und finde all die Köstlichkeiten, die diese Welt zu bieten hat. Oh, bevor ich es vergesse, in meinem Haus kann ich allerhand nette Dinge für dich herstellen. Also denk daran, ab und zu vorbeizukommen. Na dann, gute Reise, Kumpel. Darf ich auch endlich auf Reise gehen oder wird mir noch mehr erklärt? Also das Spiel nimmt einen wirklich sehr stark an die Hand, ne? Öffne das Dogpad-Menü mit Minus-Knopf. Im Dogpad-Menü findest du folgende Optionen. Kalender, Rucksack, Freundschaft, Aufträge, Karte, Speichern, Laden, Kontostand, Tipps, zurück zum Titelbildschirm. Okay. Hier können wir nochmal kurz reingucken. Guck mal, Toda, da bist ja du. Nee, das ist Brownie.
Das ist Brownie. Da. Ich pulle ihm am Ohr. So. Guck mal, der läuft. Ist das Michael Jackson? Beat it! Beat it! Entschuldigung. Läuft auf der Stelle. Toffi hasst doch Brownie. Ja, allerdings. Allerdings. Wie die Pest. Niemals. Ach ja, ich habe den Felsen, der den Weg versperrt hat, beiseite geräumt. Jetzt können wir die Welt bereisen. Gehen wir und erwecken wir die Erntegöttin wieder zum Leben. Na dann. Let's go, würde ich sagen. Wenn du einen Erntegeist findest, schenkt er dir einen Samen. Die Art hängt von verschiedenen Umständen wie Jahreszeit und Datum ab. In der Erntegeisterliste siehst du, welche Erntegeister du bis jetzt gefunden hast. Der Standort der Erntegeister, die du von der Liste auswählst, wird dir auf der Minikarte angezeigt. Okay. Da ist zum Beispiel einer. Er ist mir ein bisschen zu nahe gekommen. Davon habe ich Kartoffelsalami. Kartoffelsalami gekriegt. Nein, Kartoffelsamen von dem gekriegt. Kartoffelsalami. Hat jemand Bock auf Kartoffelsalami? Darf ich da noch nicht runter? Nee, ich habe noch kein Werkzeug, um da runter zu gehen. Okay, gut zu wissen. Die Leute schenken dir jetzt deren Samen. Den Witz wollte ich nicht machen. Der lag mir auch auf der Zunge. Aber in diesem Zusammenhang ist Samen auf der Zunge auch nicht unbedingt gerade so praktisch. Ich wollte den Witz nicht machen, Tode, aber du hast es jetzt versaut. Ich wollte es nicht machen. Ich wollte keusch bleiben, aber du hast es jetzt, ne? Ich sag's nur. Land, auf dem du deine Farm erweitern kannst, ist mit einem Fünkchensymbol markiert. Erweitere deine Farm um ein Fünkchensymbol. A-Knopf, danach stinkt. Oh, was ist heute los mit mir? Danach sinkt, nicht stinkt. Sinkt Fünkchens Energiewert wieder auf Null. Ganz, ganz schlimm. Jetzt holen wir uns erstmal das Zeug hier. So. Hätte das Studio nicht den Rechtsstreit verloren, wäre die Harvest Moon-Reihe nicht so extrem in den Dreck gezogen worden. Ja, aber man muss fairerweise auch dazu sagen, es gibt bestimmt auch Leute, die genau dieses Spiel abfeiern. Ich will es jetzt noch nicht mal haten. Ich will jetzt einfach mal gucken, ob es vielleicht doch nicht gar nicht so schlecht ist. Mit jener Aktion nimmt deine Ausdauer ab. Sinkt deine Ausdauer auf Null, wirst du ohnmächtig, also nimm dich in Acht. Negative Statuseffekte sorgen dafür, dass deine Ausdauer schneller sinkt. Wenn du schläfst, regenerierst du deine Ausdauer und heilst negative Statuseffekte. Das Essen von Feldfrüchten und Gerichten stellt deine Ausdauer wieder her. Okay, wo kann ich jetzt eigentlich das Ding hier aufbauen? Ich muss doch irgendwo mein... Oh, guck mal hier. Ich habe ein Ach, das ist mein Knettier. Das sieht so aus. Das ist mein Stressball. Alter, wenn ich den angucke, kriege ich Stress. Oder? Wie mache ich das jetzt nochmal mit der Farm aufbauen? Weltkarte, neue Option. Wie ging das nochmal? Oh, ich kann zoomen, okay. Raus und rein zoomen mit ZR und ZL. Ich habe schon wieder vergessen, wie das ging. Okay, dann mache ich mich jetzt erstmal hier an die Arbeit mit dem Zeug hier. Dann machen wir das gleich mit der Farm. So, hier kann ich jetzt auf jeden Fall Kartoffelsamen reinmachen. So. Dafür brauche ich Wasser. Aber ich habe nur einen Samen, ne? Mehr habe ich nicht. Schade. Na, immerhin. Okay. Immerhin. Aber warum ist hier ein... Ach so, stimmt. Der braucht ja jetzt sein Zeugs. Hier deine Farm erweitern. Joa, warum nicht? Achso, ich muss immer mit dem quatschen. Alles klar. Ich muss immer mit dem quatschen, mit dem Roboter. Und dann geht das. Gut zu wissen. Oh! Hallo, schöne Frau. Möchten Sie mal meinen Bärenkiller kennenlernen? Samantha. Schönen guten Tag, Junge. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Bist du auf der Durchreise? Du reist also um die Welt auf der Suche nach Zutaten, ja? Welche Überraschung.
Einen Jungen wie dich zu treffen, ist eine Fügung des Schicksals. Wie wär's, wenn wir ein bisschen übers Geschäft reden? Okay, dann reden wir halt erstmal übers Geschäft. Ist zwar jetzt nicht unbedingt meine erste Flirt-Taktik, aber ja gut. Ich beschaffe Waren, musst du wissen. Ich mache in den verschiedenen Dörfern Geschäfte und agiere als eine Art Mittelsmann. Mittelsfrau, ne? Nicht sexistisch werden. Sag Bescheid, wenn du Interesse hast. Wie schon gesagt, agiere ich als Mittelsfrau an den verschiedenen Orten, aber manchmal ist es schwierig, die nötigen Güter zu beschaffen. Wenn du also etwas, was dir in die Hände fällt oder was du übrig hast, in dieser Lagerkiste tun könntest, das wäre toll. Jeden Morgen um 6 Uhr sammle ich die Gegenstände, die du dort ablegst, ein und gebe dir Geld dafür. Ich erhalte die Waren und du verdienst etwas Geld. Ein gutes Geschäft für uns beide. Und keine Sorge, ich nehme nichts, ohne dafür zu bezahlen. Ich habe auch meinen Stolz als Händler, weißt du? Du kannst mich aber auch anlügen, das weiß ich ja nicht. Sag mal, dein Zuhause ist mobil, oder? Man kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Trotzdem werde ich das, was du mir gibst, abholen. Pfadfinder-Ehrenwort. Da hast du ganz recht. Wir Händler spielen in unserer eigenen Liga. Also bist du an dieser kleinen Partnerschaft interessiert? Es ist ganz einfach, oder? Also haben wir eine Abmachung. Also gut, ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Die heißt wie meine große Tochter. Ernsthaft? Cool. Wenn du Feldfrüchte und Gegenstände in die Versandbox legst, werden sie um 6 Uhr morgens versendet. Das kenne ich tatsächlich auch von Story of Seasons. Verwende die Versandbox A-Knopf, suche aus dem Rucksack den Gegenstand aus, den du versenden möchtest. Öffne die Versandboxfenster, um einen Gegenstand aus der Versandbox zurückzuholen. L-Taste oder R-Taste, wähle den Gegenstand aus. Gut. Hätten wir das? Hier kann ich jetzt auch wieder reingehen. Die Einwohner des Orts schicken dir Briefe. Jeder enthält eine Bitte. Die kennen mich doch gar nicht. Warum soll ich für die was tun? Ich kenne dich nicht, aber mach das mal für mich. Hä? Als erstes kommt der Toffee-Simulator, dann kommt die Exclusive Windows 10 Toffee Edition, dann bekommt Toffee sein eigenes Betriebssystem. Ja, finde ich gut. Und das bitte alles umsonst, danke. Mir gefällt es jetzt schon nicht, dass man nicht mal sieht, wie sein Charakter sagt, was sein Charakter sagt, beziehungsweise man nicht auswählen kann, was man antworten möchte. Ja, das ist schon ein bisschen schade eigentlich. Er fängt halt immer an zu labern und ich muss es quasi wegdrücken, weil da ja nichts bei rauskommt. Er sieht halt immer nur so aus, so nach dem Motto. Aber da kommt halt nichts bei raus. Und dann hat er halt irgendwie geantwortet. So. Ein Stall für Vieh und Hühner. Vergiss nicht ihre tägliche Pflege. Aber ich habe noch gar keine, oder? Du kannst Tiere kaufen und sie in deinem Stall aufziehen. Striegle und füttere sie täglich. Du kannst deine Tiere zum Grasen hinausschicken, wenn du die Glocke in der Mitte des Stalls läutest. Grasen mindert das Stresslevel der Tiere. Wenn deine Tiere zu gestresst sind, werden sie krank. Im Gemischtwarenladen kannst du Medizin für sie kaufen, damit es ihnen besser geht. Ich will die Glocke läuten! Mann! Okay. Es sieht auf jeden Fall... Also das Stroh sieht echt... wirklich sehr, sehr authentisch aus. Gut animiert. Aber gut, vielleicht macht es ja trotzdem Spaß. Stroh 360p. Das habe ich aber tatsächlich auch bei Ding gemerkt. Das müssen wir jetzt fairerweise mal dazu sagen. Fire Emblem Three Houses. Auf dem Markt. Die Sachen, die auf dem Markt verkauft werden, richtig hässlich. Achtet mal drauf. Und das ist ein 60-Euro-Titel. Achtet mal da drauf. Schlaf in deinem Bett bis zum nächsten Tag. A-Knopf. Im Schlafen erhältst du die Ausdauer zurück und verlierst negative Statuseffekte. Lagere Gegenstände in deinem Kommode oder in deinem Kühlschrank. Verwahre dort Gegenstände, die nicht mehr in deinen Rucksack passen. Öffne das Lexikon mit A-Knopf. Hier siehst du sämtliche Gegenstände, die du bisher gesammelt hast. Okay. Ich habe einen Hund. Nee, ich habe einfach nur einen Napf. Daraus esse ich immer. Ich habe noch keine Küche. Deswegen packe ich mir alles in den Napf. Okay, da muss ich noch nichts reinmachen. Da ist mein Buch. Da habe ich noch nichts drin. Okay. Aber wir können offensichtlich einiges sammeln. 0% haben wir abgeschlossen bisher. Schlafen gehen. Speichern und schlafen. Erstmal speichern. Ist ganz, ganz wichtig bei diesem Spiel. Sonst haben wir alles, was wir in diesen 1,5 Stunden gemacht haben. Nee, 41 Minuten. Es ist 1.30 Uhr nachmittags, wenn ich das richtig verstanden habe. Das Problem an der ganzen Sache ist nämlich, liebe Leute,
Ich werde jetzt beenden müssen. Leider hat mein Kleiner jetzt seinen Mittagsschlaf gleich zu Ende und er hat sich noch nicht gemeldet, aber ich muss ihn jetzt dann wahrscheinlich bald rausholen. Deswegen muss ich den Stream jetzt an dieser Stelle beenden. Aber es war mir echt ein Vergnügen, mit euch zu streamen. Vielen Dank für alle, die dabei gewesen sind und die jetzt auch neu dazu gefollowt haben. Und auch nochmal an Phoenix für seine Spende. Vielen, 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 vielen Dank. Vielleicht gibt es heute Abend nochmal einen Stream. Ich weiß es noch nicht ganz genau, aber jetzt muss ich erstmal Feierabend machen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein. Macht's gut, Leute. Tschüss.